Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meiner Weihnachtswoche. Und zwar habe ich hier ganz, ganz viele Geschenke vor mir liegen. Und die sind sowohl für meine Kinder als auch Kinder von Freunden, die ich beschenke. Und ich sage immer so ein bisschen Altersangaben mit dazu, aber wir haben hier so von 3 bis 8 Jahre Junge und Mädchen. Und ich versuche es auch ein bisschen in Kategorien zu machen. Wir fangen mal mit den jungen Sachen an. Und ich fange immer mit dem ab 3 an und arbeite mich dann einfach vorwärts. So machen wir das. Und alle Sachen, die ich euch zeige, sind von Simba Toys. Und wir fangen mal damit an. Ich wollte unbedingt was von Feuerwehrmann Sam verschenken. Da gibt es ja nun sehr, 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 sehr viele Dinge. Und ich fand dann das hier sehr geil. Und zwar ist das die Rettungsschere von Feuerwehrmann Sam. Also hier vorne hat man halt die Zangen. Und da hinten kann man dann so anfassen. Also die, ne, machen dann halt auf und zu. Und so nimmt das Kind dann die dann quasi in die Hand oder in den Arm, könnte man sagen. Und die ist jetzt zum Beispiel ab 3 Jahren. Ich kann euch das mal, funktioniert das? Ja. So funktioniert die. Zack. Also hier hinten ist dann so ein Hebel, den man drückt, damit hier vorne die Zangen zugehen. Und es ist für einen Jungen, der sehr, sehr viel Freude damit haben wird. Ich freue mich schon drauf, wenn er das sieht und wenn er das ausprobiert. Genau. Das also ab 3 von Feuerwehrmann Sam. Dann haben wir etwas, das ist auch ab 3. Es bekommt allerdings Vince mit seinen 6 Jahren. Und zwar sind das neue Spinfighter. Er hatte schon mal welche. Allerdings werden die tatsächlich, so wie bei uns, jeden Tag bespielt werden, gehen die zwangsläufig irgendwann kaputt. Und das sind jetzt andere als die, die er vorher hatte. Die sehen jetzt so aus. Das sind die Spinfighter Metal. Beim letzten Mal hatte er die Spinfighter Dual und das sind jetzt die Spinfighter Metal. Der Vulture und Dragonfly. So sehen die aus. Und das ist jetzt der Falcon. Den ich hier habe, ist der Falcon, aber es gibt den Dragon, oder? Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Wie heißt denn der, den ich hier habe? Heißt der jetzt Falcon? Genau, ich habe den Falcon und es gibt noch Vulture und Dragonfly gibt es auch noch. So, jetzt habe ich es. Genau, und das wird halt hier so aufeinander gesteckt und dann wird dieses Ding da durchgezogen und dann rausgezogen und dadurch fängt diese Drehbewegung an. Und das ist wirklich was, wofür er sich extrem faszinieren kann. Und ich denke, das wird es allerdings bei uns zu Nikolaus mitgeben. Es tut mir übrigens leid wegen der Sonne. Ja, die kann ich gerade nicht wegzaubern. Ich bin auch froh, dass sie da ist. So, dann machen wir weiter. Das ist jetzt tatsächlich ab 6 Jahren. Und zwar das hier. Ich habe es gesehen und wollte das sofort für Vince haben. Also Vince ist ein sehr, sehr großer Dinosaurier-Fan. Also gerade ist diese Phase wirklich sehr extrem. Er möchte auch gerade Paläontologe werden, also Dino-Forscher. Und er kann auch wirklich so, so viele Dinosaurierarten aufzählen und die auch anhand der Bilder zeigen, wer wer ist. Und die haben ja manchmal echt sehr spezielle Namen. Und er weiß auch, was sie fressen, wer ein Fleischfresser ist, wer ein Pflanzenfresser, wer Allesfresser, was dann mit denen passiert ist. Also seine Theorie ist die mit dem Meteorit zum Beispiel übrigens. So, und das ist jetzt hier von Wildcards 3D Giant Head. Und da habe ich mir den T-Rex halt passenderweise ausgesucht. Da brauchen wir wohl keine Schere für, keinen Klebstoff für. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und dann steckt und faltet man das einfach ineinander und kann sich theoretisch diesen Dinosaurierkopf aufsetzen. Bei uns wird es aber darauf hinauslaufen, dass er mit dem spielen wird und sich den dann irgendwo hinstellen wird. Das sind dann die Teile, wie das aussieht. Und die steckt, also die faltet man dann und steckt die einfach ineinander. Und da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Also gibt es noch ein Einhorn und einen Drachen und einen Triceratops.
Die hatten wir erst gestern beim Vorlesen, ich weiß noch. Und das Ding wird ungefähr 48 cm groß, also es ist auch schon ein ordentliches Teil. Und ich denke, er wird ausflippen, wenn er das sieht. Also darüber wird er sich wirklich mega krass freuen. Und jetzt das letzte Teil für die Jungs. Und zwar, das ist ab 8. Das ist von Power X. Ein Airstorm Z-Curve Bow. Ja, im Grunde ist es ein Bogen mit drei Pfeilen. Und zwar ist es sehr stabil, also es ist aus Plastik. So sieht das Ganze dann aus. Es ist auch sehr, 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 sehr leicht, was natürlich sehr gut ist. Das Schöne ist, hier steht, dass das Soundpfeile sind. Ich weiß nicht, ob die irgendwas noch machen. Auf jeden Fall ein ergonomischer Griff, Softpfeile und ein Gummizug, also dieser hier, für extra Power. Und genau die Pfeile zeige ich euch noch. Das sind diese hier unten. Also das ist hier alles ganz, 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 ganz weich natürlich. Und nein, es geht nicht um das Thema irgendwas abschießen, sondern ein Ziel treffen. Ganz nach Robin Hood. genau. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das halt echt gut machen kann. Und hier sind halt noch drei Pfeile dabei. Man kann, glaube ich, auch noch Pfeile dazu kaufen, meine ich, denke ich, glaube ich, ja, so ein Nachfüllpack. Ja, das fand ich halt auch sehr, 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 sehr geil. Und jetzt kommen wir noch zu drei Sachen für Mädchen. Und es sind tatsächlich drei Puppen. Und geplanterweise ist jetzt einfach so, hat sich so ergeben. Und zwar eine Efi Love haben wir zum Beispiel auch schon. Ich kann sagen, dass die sehr stabil sind und alles mitmachen. Und das ist jetzt die mit einem Einhorn. Das ist die Unicorn Friend. Also die hat pinke Haare, die hat ein lila Kleidchen an, Flügelchen und hat dann noch so ein lila Einhorn dabei. Das kann ich euch sagen, gibt es bei Svea zum Beispiel auch zu Nikolaus. Und dann haben wir noch zwei Puppen. Zum einen ist es eine Mia & Me Puppe. Es gibt ja so, ach, ihr kennt das, ne? Jedes Kind hat so seine eigene Serie, wo es einfach total drauf abfährt. Sei es jetzt Feuerwehrmann Sam oder Paw Patrol oder Weiß der Kuckuck oder halt Mia & Me. Und ich bin dafür, einem Kind nicht alles komplett dann davon zu schenken. Also Klamotten und einen Rucksack und Bettwäsche und Geschirr und Spielzeug und DVDs und CDs und alles. Aber wenn sie sich schon extrem für eine Serie interessieren, finde ich es auch völlig okay, das ein oder andere Teil zu schenken. Und ich habe damit immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das wirklich Dinge sind, wo sich die Kinder dann von Herzen extrem drüber freuen. Vor allen Dingen, wenn es nicht so in der Masse passiert, ne? Wenn man dann nicht so viel von dieser Reihe schenkt. Und deswegen habe ich jetzt hier die Mia von Mia and Me. Die hat übrigens da auch einen Freundschaftsring mit dabei für das Mädchen dann. Da gibt es übrigens auch noch die anderen Figuren. Die heißen Yuko, Mo. Genau, Yuko und Mo. Die gäbe es dann auch noch. Ich habe mich aber für die Mia entschieden. Und genau, die hat hier so, es ist halt wie eine normale Puppe. Genau, und das fand ich auch ganz cool. Auf die Flügel bin ich schon sehr gespannt. Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr toll aus. Und dann noch eine weitere. Das ist halt wahrscheinlich auch so ein klassisches Mädchending. Also ich weiß nicht, wie viele Barbie-Puppen ich hatte. Also mit meiner Schwester zusammen belief sich's bestimmt auf 10 am Ende. Und wir hatten auch ganz, ganz viele von diesen kleinen. Und das finde ich auch völligst in Ordnung. Und sie ist halt einfach echt schön. Das ist jetzt keine klassische Barbie. Also wir haben auch noch keine klassische Barbie zu Hause. Nö, weil ich das auch nicht wirklich wichtig finde. Das ist eine Steffi Love. Und das ist die Butterfly Fairy. Guckt euch mal an, wie wunderschön die ist.
Die hat auch Flügel. Und die hat hier so ein ganz, ganz tolles Kleid mit Schmetterlingen. Und da gehören noch so ein paar Accessoires dazu. Also das hier sind zwei Haarteile, die sowohl in ihr Haar passen, als auch natürlich in das Haar des Mädchens, dem die Puppe gehört. Und dann noch ein paar hochhackige Schuhe. Genau, die gibt es auch noch. Das waren die Dinge, die ich euch gerne in diesem Haul zeigen wollte. Wie gesagt, die Sachen habe ich alle bei Simba Toys bestellt und ich habe ja einen Rabattcode, der übrigens ganzjährig gilt, mit 20% Rabatt auf alle Sachen von Simba Toys. Den verlinke ich euch, also den Code verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso wie einen Link, wo ihr sehen könnt, wo ihr überall Simba Toys Produkte bestellen könnt mit diesem Code und 20%. Das lohnt sich tatsächlich sehr. Und so ganz allgemein bin ich gerade schon sehr, sehr gut dabei. Ich würde sagen, ich habe 80%, also mit diesem Paket, was jetzt ankam, habe ich 80% der Weihnachtsgeschenke safe. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich. Bin ja da immer sehr, sehr zeitig dran und das brauche ich aber auch. Ich will das nicht so auf den letzten Drücker machen. Und ja, ich hoffe, der Haul hat euch wieder gefallen, hat euch vielleicht auch ein paar Inspirationen für euch gegeben. Wie gesagt, den Rabattcode findet ihr unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!